Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The House of Da Vinci 2. Wir sind ja beim letzten Mal durch die Kirche und hier hinein in das Zimmer eines Abts. Also zwischendurch haben wir natürlich noch diese Sache mit dem Fahrstuhl gelöst. Das war ja gar nicht so einfach, muss ich ja sagen. Aber jetzt bin ich gespannt, was hier in diesem Räumchen auf uns wartet. Wir haben gerade gar keine Gegenstände, mit denen wir irgendwie arbeiten können. Ich gucke mich hier gerade mal nebenher schon ein bisschen um. Aber ja, wir werden bestimmt wieder mal was finden. Gucken wir mal, was das hier ist. Okay, das Okular hilft nicht. Aber wir haben hier halt wieder verschiedene Symbole. Okay, hier sind Blümchen oder Pflanzen zu sehen. Gehören die dann dazu? Na, vielleicht kommt das irgendwann mal wieder. Kann man... Ah, okay. Das ist witzig. Das Ding kann da oben lang, aber wie... Wartet mal. Wie soll das hier weitergehen? Geht noch nicht. Bestimmt müssen wir hier rüber. Das muss man dann bestimmt auch noch drehen. Es lässt sich nur noch nicht drehen. Aber hier ist auch kein Mechanismus drunter zu erkennen. Okay. Na, schauen wir mal. Oder? Ach nee, das war nur das. Schauen wir mal. Wird sich sicherlich noch klären. Ja, noch was im Boden. Da kommen wir aber nicht hin. Schauen, was am Tisch los ist. Hier. Da passiert bestimmt wieder was dahinter. Ah ja. Okay, da dreht sich dann so eine Walze oder mehrere. Oh, und hier ist auf jeden Fall irgendwas mit Korken. Eine kleine Fiole. Können wir hier noch irgendwas bewegen? Oder fehlt hier dann irgendwo was? Kann man auch hoch? Also man kann runter und hoch. Zur Seite geht nicht, logischerweise. Das Ding bewegt sich halt immer. Boah, ich habe das Gefühl, da fehlt aber dann noch was, oder? Ah, nein, das ist tatsächlich, je nachdem, ob hoch oder runter, sind das unterschiedliche Rollen, die sich bewegen. Oh. Okay, irgendwas hat sich da gerade bewegt. Aber hier steht 1, 2, 3, 4. 1. Das ist dann immer die zweite, die sich bewegt. Das ist die dritte und die vierte. Und wo muss das dann hin am Ende? Das müssen wir noch rauskriegen. Das war jetzt die erste. Die zweite, einfach mal weiterdrehen. Dritte und die vierte auch hoch, also... Denk mal, das muss hier irgendwie eine Lücke ergeben, oder? Das erste will ich eigentlich gar nicht bewegen. Aber es geht jetzt natürlich wieder hoch. Runter. Machen wir mal hoch. Hoch. Jetzt geht es wieder mit dem ersten los. Runter. Runter. Machen wir alle runter. Ja, das erste. Das sollte eigentlich da bleiben. Naja, egal. Runter. Oh Gott. So richtig klar ist mir das jetzt hier nicht so, weil kriege ich die jemals überhaupt in die richtige Reihenfolge? Also mein Gefühl sagt, da geht's, jetzt hat sich nichts gedreht, warum nicht? Also so ganz klar ist mir das ja auch nicht. Seht ihr das? Manchmal kann man zweimal bewegen und dann bewegt sich erst was und nicht vorher. Und wenn ich jetzt wieder runtergehe? Nee. Oder müssen die alle runter und die können gar nicht? Ach doch. Ach, guck mal, jetzt hat sich da was gelöst. Okay. Wo muss das hin? Ich habe es noch nicht ganz durchschaut. Jetzt springt das wieder hoch. Okay, also ist gerade irgendwie ein bisschen komisch. Jetzt hat sich das wieder gedreht. Das ist ein ganz komischer Mechanismus hier. Jetzt ist es locker. Also ich glaube, das muss wirklich runter. Die müssen alle so runter. Und manchmal muss man hier einfach mehrfach drücken. So, jetzt mache ich mal hoch. Runter. Runter. Welches dreht sich denn jetzt? Das ist jetzt unten. So, weiter.
Weiter. Das muss auch nach unten. Was ist jetzt? Wieder hoch. Also ganz, ich weiß nicht, ob das hier richtig ist. Aber ich möchte halt, dass diese Teile hier alle nach unten zeigen. Dass die halt so rausfallen. Ich glaube, dann ist auch dieser Verschluss gelöst. So wie hier. Das muss weiter. Das muss runter. Genau. Das muss runter. Das nächste dann halt eigentlich... Ja, ich muss es hoch machen, weil sonst dreht es sich einmal im Kreis. So, jetzt haben wir die beiden so. Jetzt geht's weiter. Ich mach hoch. Runter. Das nächste kann erstmal runter. Hoch. So. Ah, ich glaube, wir kommen der Sache näher. Hoffe ich. Runter. Das nächste hoch. So, jetzt haben wir hier schon drei unten. Aber... Mist. Okay. Mal hoch. Runter. Ja, und das nächste ist leider noch nicht richtig. Oh, das haut noch nicht hin. Macht's mal hoch. Runter. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir drehen uns hier richtig im Kreis. So, runter. Das wird wieder nichts, ne? Wenn ich das jetzt einmal so drehe. Ja, super. Jetzt ist das unten. Das unten. Das hilft uns gerade nicht. Oh nee, Mist, nee, nein. Oh, jetzt habe ich es richtig versaut. Na super. Eieiei. So, hoch. Nächste auch hoch. Das runter. Ja, das letzte stimmt jetzt halt leider nicht. Ist das die Lösung? Es muss bestimmt so sein. So, die sind oben. Wenn ich das jetzt nach... Nee, ich muss ja noch einen Durchgang haben. Nach oben. So, das nächste schiebe ich auch noch mal nach oben. So, nach oben. Nach oben. Nach unten. Habe ich mich vertan? Okay, super. Jetzt ist das. Und jetzt stimmen die anderen wieder nicht. Ah, na super. Das kann ja hier wieder was werden. Hoch. Kann man die überhaupt in der richtigen Reihenfolge haben? Das ist gerade ein bisschen verwirrend. Ich kann ja nur hoch und runter. Ja, und jetzt stimmt das halt wieder nicht. Also so ganz klar ist das hier nicht. Muss man mit manchen Walzen dann noch einmal komplett rum? Also nochmal so. So. Ja, und das stimmt jetzt nicht und das davor auch nicht. Okay, so. So, auch nicht. So, ich ziehe das auch nochmal hoch. Okay. Immer noch nicht, verdammt. Also das ist nicht so einfach, wie man jetzt davon vielleicht ausgeht. So. Ja, und jetzt stimmen die wieder nicht. So, nehmen wir das auch wieder hoch. Runter. Runter. Oh, wir sind auf einem guten Weg. Und? Na? Oh, meine Güte. Also das war jetzt aber ein bisschen komisch, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen für gebraucht. Komische Sache hier auf jeden Fall, dieses Rätsel. Aber wir haben das Teil bekommen. Tulpenessenz. Gut. Eine Tulpenessenz. Das können wir dann irgendwo sicherlich einsetzen. Was haben wir hier? Gut. Also irgendwie... Ein Behälter. Den kann ich aber noch nicht öffnen. Hier ist aber auch noch eine Luke im Tisch. Und hier hinten?
Oh. Drehen wir das einfach mal ab. Ein verzierter Holzknauf. Sonst noch was? Nein. Da können wir auch nichts weiter dran machen. Den können wir dann sicherlich irgendwo anders einsetzen. Sonst noch was hier am Stuhl? Nee, Schuhe. Wer hat denn hier seine Schuhe vergessen? Die sehen ja speziell aus. Oh, ein Stiefel mit hoher Sohle. Hier ist noch einer. Ich nehme doch gerne gleich beide. Ist hier was versteckt? Ja. Na? Kann ich das gleich rausnehmen? Metallblumenblatt. Na, jetzt... Ach so, ich habe es ja schon ausgewählt. Oh Mann. Okay, das müssen wir dann sicherlich irgendwo ranpacken. Hier, was haben wir hier? Das passt auf jeden Fall da nicht. Nee. Nee, das sind auch gar nicht die Aussparungen dafür. Aber hier an diese Luke komme ich auch noch nicht. Ich denke mal erst, wenn die sich von alleine öffnet. Okay, gehen wir mal hier hin. Ja, falls ihr gerade Kirchenglocken im Hintergrund hört, ja, hier läutet es gerade ordentlich. Ich weiß nicht, wie deutlich das ist. Wundert euch nicht. Die kommen nicht aus dem Spiel. Okay, also wenn man den Hebel hier so bewegt, da hat sich gerade das zurückgesetzt. Oh, man muss die richtige Reihenfolge haben. Okay, erst blau. Dann nicht rot. Blau. Gelb auch nicht. Machen wir blau-grün. Auch nicht. Vielleicht können wir auch mit einer anderen Farbe anfangen. Rot. Grün ist es auch nicht. Rot-blau ist es nicht. Gelb-rot ist es nicht. Ja, okay. Ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich hier noch irgendwo einen Hinweis finden, in welcher Reihenfolge wir die Farben hier dann tatsächlich auswählen müssen. Hier unten ist noch so eine Aussparung. Das passt da alles nicht rein. Okay, müssen wir eine andere Stelle finden. Nee. Oh, aber die kann man zurechtdrehen. Okay, Nummer 1. Können wir hier was schieben? Können wir. Kommt da der Knauf rein? Ja. Oh. Oh. Was haben wir denn dahinter? Geheime Bücher. Ein Herbarium. Okay, ein Buch über Pflanzenkunde. Können wir das öffnen? Ist hier irgendwie ein Verschluss? Aber tatsächlich nicht. Es ist verschlossen und ich kann hier auch nicht schieben oder ähnliches. Sind noch weitere Bücher? Hm. Die andere Platte... Ja, da konnte ich jetzt nichts machen. Was haben wir hier? Ah, hier auf der Seite ist nichts. Da müssen wir mal weiterschauen. Ist hier am Tisch sonst noch was? Hier? Okay, da passiert wieder was. Aber wir sehen nichts. Aha. Gut, ich weiß noch nicht, was sich dann da bewegt. Aber hier ist auch ein Rad. Gut. Wird sich dann hoffentlich noch zeigen. Hier ist noch so eine Falltür. Ja, mich wundert, dass wir das Herbarium nicht öffnen können. Ich sollte mal einen Blick reinwerfen. Hm, können wir hier zur... Nee, zur Falltür können wir nicht. Hier hinten? Was haben wir hier? Da ist was drin. Ach, eine Kerze ist hier drin. Und hier kann man dann sicherlich was rauflegen.
nichts von den Sachen, die ich gerade habe. Kann man hier was bewegen? Hm. Gut, also da ist nichts. Eventuell weiter unten. Wenn ich da rankomme, das ist jetzt, ja, schwierig. Kann hier nichts machen. Sieht auch alles schon so ein bisschen verrostet aus. Ah, hier oben. Guck mal, hier oben. Da kann man doch was reinmachen. Aber nichts davon. Der hat eine... Ja, nee, nee. Okay, das muss irgendwo aufgesteckt werden. Oder kann man das doch hier... Nee. Okay, hier brauchen wir einen anderen Aufsatz. Wäre jetzt ja auch zu einfach gewesen, wenn es das schon wäre. Okay, dann ist hier wahrscheinlich noch nichts. Guck mal nochmal diese Platte hier an. Wir haben die Tulpenessenz. Soll das auf die Tulpe kippen? Nee, tatsächlich nicht. Und wir können es hier auch nirgends einsetzen. Hm. Okay. Hier an der Seite. Sieht doch auch aus, als ob hier irgendwann diese Luke auf kann. Aber anscheinend noch nicht jetzt. Und hier. Da brauchen wir auch irgendwie sowas wie einen Griff. Aber ich habe tatsächlich keinen Griff. Ich möchte in dieses Buch gucken. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Gehen wir hier zu dem Bild. Custodias hic hostium. Was auch immer das heißt. Aber oh. Ah. Okay, das Bild lässt sich schieben. Ich habe ja auch schon gesehen, dass hier so ein Griff dran ist. Aber so richtig runter kriege ich das nicht. Also weiter geht's nicht. Ist da oben jetzt was sichtbar geworden? Nicht wirklich. Man sieht auch mit dem Oculus nichts. Oh, mit dem Okular. Hm. Das ist ja kurios. Sonst hat sich ja immer irgendwas da noch bewegt. Aber hier tatsächlich nicht. Also wir wissen, okay, das Bild lässt sich bewegen, aber mehr passiert dann noch nicht. Oh, und hier vorne? Da ist auch noch so eine Aussparung. Kann das da rein? Ich komme da gar nicht ran. Das ist natürlich schade. Nee. Das muss auch irgendwie aufgehen. Dieser Behälter. Aber da habe ich nichts, wo ich irgendwie hingreifen kann. Sieht schon so aus, als ob man das dann dreht, aber... Hm. Wo kann ich die Sachen, die ich habe, jetzt benutzen? Ich habe nur mal 3 Gegenstände. Hier im Schrank irgendwas. Hier am Fenster ist auch nichts. Hier oben? Nee. Huch, oh Gott, jetzt bin ich wieder aus dem Spiel rausgetappt. Ihr merkt das nicht, aber das ist halt leider... Das passiert schnell, wenn man noch einen anderen Monitor hat. Ah. Okay, aber hier ist halt nichts, wo ich noch nicht dran war. In den anderen Schuh komme ich nicht. Am Stuhl ist nichts weiter. Habe ich schon gezogen. Kann ich hier nochmal was machen? Nee, da komme ich wirklich nur noch mal daran, wo das Buch war ursprünglich. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich das hier, wo wir wahrscheinlich die richtige Reihenfolge kennen müssen. Fangen wir mit Gelb an. Gelb? Blau? Nee. Gelb-Grün? Auch nicht. Ich glaube, Gelb-Rot hatte ich schon mal probiert. Das ist auch nicht. Dann andersrum. Fangen wir Blau an. Blau-Rot nicht. Also ich gehe jetzt einfach nur davon aus, dass man hier wieder die richtige Reihenfolge haben muss tatsächlich. Ja, wir hatten ja schon öfter mal solche Sachen, wo man die Schalter in einer Reihenfolge bewegen musste. Fangen wir mit Grün an. Grün-Gelb nicht. Grün-Rot nicht. Grün-Blau ist es auch nicht.
gelb, grün nicht. Oh, vielleicht ist es doch was anderes. Vielleicht kann ich das hier dann doch gar nicht so erkennen. Aber ich habe halt auch nichts, was mir irgendwie noch einen Hinweis gibt. Dann nehme ich vielleicht einfach mal einen richtigen Hinweis. Es scheint, dass das Gemälde gegenüber dem Fenster etwas mehr darstellt als nur den Raum. Das Gemälde gegenüber vom Fenster, ja, also dann wäre es das hier. Wartet mal. Hä? Okay, wann ist denn das? Ach, ich verstehe. Gut, ich habe drüben an dem Gemälde gezogen, an dem Griff. Und deswegen komme ich jetzt hier mit dem Rubin weiter. Und jetzt muss ich das wieder hochziehen. Oh, okay. Ja, gut. Dann geht's hier weiter. Dann müssen wir mal schauen, wie wir diese Platte drehen können. Ach, das sind jetzt die Platten am Schreibtisch. Okay, das muss ich nach links drehen. Nee, eigentlich doch. So. Na, gucken wir mal, wie sich diese Platten hier bewegen. Huch, nein. Mal gucken. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Okay, das stimmt jetzt nicht. Aber ich sehe auch, wie das ausgerichtet ist. Also, es muss... Okay. Ein bisschen der Strich nach rechts zeigen. Also... Kriege ich das überhaupt so gedreht? So? Also ich wollte es eigentlich so haben. Nicht so, aber das funktionierte gerade nicht. Das haut dadurch halt nicht hin. Oh, meine Güte. Ja, dann drehen wir es einfach nochmal weiter. Es gibt ja hier nur bestimmte Stellmöglichkeiten. Das rutscht automatisch dann in die Richtung. Aber immer noch nicht richtig. Dann drehen wir noch eins weiter. Passt das jetzt? Nee, das passt immer noch nicht. Gucke ich gerade auf das Falsche? Kann das sein? Wenn ich das jetzt so gedreht habe? Wie gesagt, ich habe ja gar nicht so viele Optionen. Hier bewegt sich gar nichts. Kann das sein, dass ich die ganze, dass die Spiegel verkehrt sind? Dreh mal kurz an dem anderen Rädchen. Wenn ich, ja, es wäre auch zu offensichtlich gewesen. Aber hier komme ich nicht rauf. Das ist halt jetzt noch nicht richtig. Dann drehen wir mal weiter. Da habe ich mich aber auch schnell täuschen lassen hier. Nee, das stimmt auch noch nicht. Mal gucken, ob das jetzt passt. Ja. Das konnte man schon sehen. Huch. Ach, Mann, das ist wieder viel zu empfindlich. Das verrutscht immer alles so. Okay, und jetzt müssen wir das Rechte so drehen, dass das waagerecht ist. Okay. Also relativ, ne? So. Ist das jetzt richtig? Nee. Natürlich nicht. Weil man das ja wieder gar nicht so ausrichten kann. Mal wieder gucken. Passt das jetzt? Nee. Muss noch einmal. Ah, falsch. Ich glaube, so muss es sein. Das sieht gut aus. Okay. Und jetzt hier dann auch nochmal auf der Seite. Das ist dann hier. Gucken, ob das jetzt auch die 180 Grad waren, die richtig sind. Nee. Wir müssen noch einmal nach rechts drehen. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt passt.
Ich hätte nach links drehen müssen. Super. Naja, was lange währt und so. Jetzt haben wir es aber. Jetzt können wir hier das Steinchen verschieben. Tada. Oh. Oh, ist das der Schlüssel fürs Herbarium, dass wir das öffnen können, dieses Metallteil? Kann man damit hier was öffnen? Leider anscheinend nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber an der einen Seite vom Tisch, da war doch so eine Aussparung hier. Oh, die passt da nicht. Aber das Teil auch nicht. Bin jetzt echt davon ausgegangen, dass das tatsächlich der Griff dafür wäre. Warte mal, hier oben. Das, genau, hier. Okay. Tada. Was haben wir jetzt hier drin? Das sind diese Runen, die auch zu sehen waren auf ja, diesem Teil an der Wand, ne? Ist das jetzt die Reihenfolge, oder? Ah, hier. Ist hier nicht noch was? Nee, das ist wahrscheinlich nur der Mechanismus. Also, hier. Ah! Oh, Moment. Hier kommt die Fiole rein. Ich muss mehrere Fiolen sammeln. Na, für jede Blume dann wahrscheinlich. Muss ich mal kurz gucken, weil das war ja Tulpenessenz. Wie das Symbol aussah. Hier. Okay, dieser Kreis. Dann muss das da rein. Hier. Und jetzt? Ah. Was ist da jetzt passiert? Das öffnet sich jetzt einfach immer wieder. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Kann ich die jetzt wieder raus? Ach, hier. Seltsamer Schlüssel. Okay, ich habe einen Schlüssel bekommen. Der sieht wirklich seltsam aus. Oh, ich glaube, ich habe da noch was gesehen. Hier? Ach nee, nee. Habe ich nicht. Ich glaube, das ist einfach nur... Nee, wobei. Kann man den hier benutzen? Nee. Das sieht so merkwürdig aus hier, diese Lücke. Die haben wir sonst auch an keinem anderen Blatt. Naja. Mal schauen. Wo kann man diesen Schlüssel gebrauchen? Der sieht wirklich speziell aus. Können wir hier noch irgendwas machen? Können wir alles nicht mehr anfassen? Wo könnte der gebraucht werden? Da unten komme ich nicht hin. Vielleicht hier? Aber, nee, warum sollte der hier passen, ne? Doch! Okay. Na gut. Gut, und jetzt, wenn man die jetzt benutzt, die Schalter, was passiert dann? Immer noch das gleiche wie vorhin, als der Käfig noch da war. Kann man das... Ach, das kann man drehen. Sind Sternzeichen wieder. Skorpion. Sagittarius ist, glaube ich, der Schütze. Steinbock. Ah ja, genau, okay. Also Schütze, Steinbock, Wassermann, Fische, Stier. Nee. Doch. Stier, Widder, Zwillinge. Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage. Und dann sind wir beim Skorpion. Wenn ich das jetzt hier richtig übersetzt habe oder auch einfach die Reihenfolge richtig habe. Aber wo haben wir denn jetzt Hinweise auf Sternzeichen? Oh, guck mal, dann... dann drehen sich hier auch noch die Kugeln jeweils. Die Frage ist nur, womit fängt man an?
sage Steinbock. Also wir brauchen auf jeden Fall irgendwo noch einen Hinweis auf Sternzeichen. Hatten wir da schon was gesehen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Wo hatten wir was mit Sternzeichen? Also hier gerade nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall irgendwie rausfinden, in welcher Reihenfolge das da befestigt werden muss. Oder was heißt Reihenfolge, aber welche überhaupt da befestigt werden müssen. Hier sind halt auch keine Sternzeichen dran. Das ist wirklich eine gute Frage. Oder wenn alle Planeten hier aufgedeckt sind. Also machen wir das mal so. Fische. Halt mal. Machen wir das mal so. Nee. Das ist es dann auch nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Nee, das geht immer wieder raus. Boah, wir brauchen irgendwo noch einen Hinweis, was wir hier wirklich wie ausrichten müssen, ihr Lieben. Aber ich würde sagen, dass wir uns das dann in der nächsten Episode nochmal anschauen. Jetzt fehlt mir gerade die Idee, wir könnten uns ja dann auch noch einen Hinweis geben lassen. Und ja, dann kommen wir hier hoffentlich auch weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin noch einen schönen Tag. Macht's gut!